Vielleicht hilft das. Das Schweißen ist auch nicht gut mittlerweile. Und darum ist das halt, wie es ist. Und dann haben die Provision bei den Promotoren verkürzt um die Hälfte. Dann haben sie zusätzlich das Fixum. Das war dann nicht mehr 100 Euro. Das waren auf einmal dann nur noch 70 Euro, also 30 Euro weniger. Ne? Aber die Leute haben dann geglaubt. Ich natürlich nicht. Ich habe gleich natürlich meine Meinung gesagt. Das war natürlich nicht nett und ich musste leider meinen Posten verlassen. Ja, gut, ich war ja natürlich kein jetzt Top-Verkäufer, dachte ich, und ein Durchschnittsverkäufer, der am Tag mal 5 Verträge, mal 8 Verträge, mal 12 Verträge gemacht hat. Das war so ein Durchschnitt. Aber der andere tatsächlich, der ging auch später und der hat jeden Tag 15 Verträge gemacht. Das war ein Top-Manipulant, der den Leuten immer so Verträge. Hat es ja auch selbst zugegeben, was ich ja, weil er keine Gefahr über mich, ne? Ich bin ja keine Petze oder sowas. Ja, schau mal, wie ich die Leute verarsche, aha, ich habe denen jetzt 3 Verträge untergejubelt. Sehr gut, wenn die Leute das so wollen, wenn sie es nicht merken, ist es ja sehr legitim, ne? Wenn die Sith Lord dienen wollen, ne? Und nicht den Jedi, ist es doch nicht. Kannst du ruhig machen. Aber irgendwann wann, ne? Da denkt man, ey, das kann doch nicht sein, wir Top-Verkäufer haben auch nichts zu melden. Wir sind der größte Scheiß, der haben wir vorher uns geimpft und dazu gehalten, den Arsch gefickt. Und jetzt sind wir auch die Leiterin. Andi, wie du hast ein Recht gehabt, du Arschloch. Musst immer deine Scheißrecht haben. Dann habe ich zu dem gesagt, ne? Zum Timmy, ne, Timmy, ja, ich sag, Timmy, du weißt doch, wie ich bin. Ich bin der größte Motherfucker-Arschloch in der Welt. Ich hab immer recht. Weil ich weiß, wie die Luzifer-Menschen ticken. Ja, und so hat man jetzt halt wieder zurückzukommen, ne, also zum Vergleich, ne, damit ihr das versteht, so hat man es halt bei Kabam gemacht. Und so einfach ist das. Ja, das ist halt so auch bei Kabam. Und, Kabam hat nichts zu melden. Ned Marple gibt dem was vor. Ja, darüber reden die ganzen Leute nicht. Auch die ganzen Partner von Kabam werden nie darüber. Die werden alles, was ich hier sage, dementieren. Und dann wisst ihr warum. Oh, scheiße. Die dementieren das, aber wie? Ja, weil. Ja, wenn die Leute dementieren, aber wie? Das ist immer ein bisschen was dran, ne? Und mehr als ein bisschen. Hat man ja bei den ganzen Leuten gesehen. Verschwörungstheoretiker, Impfpflicht, sagten, es wird Impfpflicht geben noch vor einem Jahr. Und nein, die alle sagten, es wird keine Impfpflicht geben. Ne, das sind doch Verschwörungstheoretiker. Und hat sich herausgestellt, nein, die waren keine Verschwörungstheoretiker. Es kommt die Impfpflicht. Jawohl. So sieht es dann im Endeffekt aus. Ja. Ach ja, ist das schön. Bei mir ist es egal, wenn ich liebe es, wenn die Leute sagen Verschwörungstheoretiker. Ach, ich bin da so geil draus auf diesen Titel. Ja, komm hier, oh, gib mir die Verschwörung, gib mir meine Verschwörung. Ja, mir macht das nichts aus. Ich meine, Verschwörungstheoretiker sind berühmt, manche. Da geht richtig die Post ab. Sehen Sie Verschwörungstheoretiker? Ja, ja, ich bin es. Mit Leib und Seele. Wissen Sie, wie sehr ich es liebe, ein Verschwörungstheoretiker zu sein? Und der schlechteste Spieler der Welt. Oh Gott, ist das schön. Was? Verschwörer? Du kannst... Oh, okay, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich Pech gehabt. Ach komm, das Ausweichen, das muss noch gelernt werden. Ah, komm, jetzt machen wir aber einen Second Kill, ne? Nicht One-Shot, sondern Two-Kill-Shot. Und dann Hater, wenn sie sich wieder aufregen. Du, lösch dich, du Arschloch-Gen. Ah, vergasen sollte man dich. Satan. Oh, ich liebe meine Hater. Die haben sie nicht, diese. Aber sie sind so, weil sie nicht geliebt werden. Nur wenn ich geliebt werde. Oh shit. Oh shit. Oh shit, wir sind gleich tot. Ach, scheiß drauf. Jetzt mach mal einen Third Kill. Ha! Ja, ich hab's meinen Spaß. Nur wenn ich geliebt werde. Schnauze, Herr Führer. Also wirklich, Sie sind ja überall. Warte von deinem Volk, warte. Ich hatte gelebt. Oh Göttchen, ja. Ja, also so, dann Charlie Chaplin gesagt, nur wenn ich geliebt werde, tut solche Sachen.
Und da halt eben die Politiker nie als kleine Kinder richtig geliebt wurden, haben sie halt diesen Scheiß gemacht.